Heute bin ich hier, um eine transzendente Botschaft zu teilen, die ihre spirituelle Reise und ihre Verbindung mit dem Göttlichen revolutionieren wird. Sicher haben Sie sich schon einmal gefragt, wie kann ich die Stimme Gottes erkennen? Wie kann ich zwischen seinem sanften Ruf und dem Flüstern des Geistes unterscheiden? Woher weiß ich, ob es die Stimme des Allmächtigen oder das Flüstern des Feindes ist? Wenn Sie sich nach göttlicher Weisheit sehnen, wenn Sie Frieden in Ihrem Herzen suchen, ist es unerlässlich, dass Sie lernen, sich auf die himmlische Stimme einzustimmen. Heute werde ich Sie auf eine heilige Reise führen und biblische Beispiele dafür enthüllen, wie der Allmächtige mit seinem Volk kommunizierte. Durch diese Erzählungen werden Sie inspiriert und befähigt, den göttlichen Willen in Ihrem Leben zu erkennen. Bevor wir fortfahren, lade ich Sie herzlich ein, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie die nächsten Videos aus erster Hand erhalten, die Licht und Weisheit in Ihren Tag bringen. Wie ich bereits erwähnt habe, sind viele Seelen im Zweifel versunken und nicht in der Lage, die Stimme des Schöpfers inmitten des Lärms der Welt zu erkennen. Diese Seelen fühlen sich verloren, als wären sie gegenüber spiritueller Führung taub und nie sicher, ob es die himmlische Stimme ist, die in ihren Herzen flüstert. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die Gott ständig zu hören scheinen, jedes Murmeln, jedes Flüstern. Doch selbst unter diesen Glücklichen gibt es diejenigen, die bei der Befolgung der vermeintlichen göttlichen Führung frustriert sind, da ihre Entscheidungen in Desillusionierung und Scheitern enden. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in der Welt, in der wir leben, eine Vielzahl von Stimmen gibt, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Wie können wir unter diesen Stimmen inmitten des Chaos die wahre Stimme, die Stimme Gottes, erkennen? Darüber werden wir nachdenken, denn das Wort Gottes warnt uns davor, wie wichtig es ist, inmitten der vielen Stimmen, die uns umgeben, unsere geistlichen Ohren auf das Göttliche zu richten. Erlauben Sie mir eine inspirierende Passage aus 1. Korinther 14 zu teilen, die in allen Sprachen und Kulturen Anklang findet. Natürlich gibt es viele Arten von Stimmen auf der Welt und keine davon ist ohne Bedeutung. Wenn ich es nicht weiß, die Bedeutung der Stimme, die zu mir spricht, ich werde dem, der spricht, fremd sein und er wird mir fremd sein. Wie wir sehen, leben wir in einer Welt voller Stimmen, von unserem eigenen Kopf bis zu den Stimmen um uns herum, die Worte im Fernsehen, das Murmeln von Mobiltelefonen, die täglichen Interaktionen mit den Menschen um uns herum. Und wir können spirituelle Stimmen nicht ignorieren, auch solche, die aus dem Bereich der Dunkelheit kommen. Jesus rief in seiner Weisheit oft, wer Ohren hat, der höre, da er die ständige Präsenz der Stimme des Feindes überall um uns herum erkannte. Wissenschaftler zeigen, dass ein Mensch mehr als 120 Wörter pro Minute denkt. Stellen Sie sich die Vielfalt der Stimmen vor, die unseren Geist überfluten. Wie können wir angesichts solcher Geräusche die Stimme erkennen, die wirklich zählt, die göttliche Stimme, die uns zu Licht und Wahrheit führt? Dies ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Unsere spirituellen Ohren darauf einzustellen, die himmlische Melodie inmitten des Tumults irdischer und spiritueller Stimmen einzufangen. Wie bereits erwähnt, ist es von entscheidender Bedeutung, auf die Stimme Gottes zu achten, da er kein Gott der Verwirrung, sondern des Friedens ist. Allerdings beobachten wir heute eine tiefe Verwirrung, nicht nur im Volk, sondern auch unter den Führern. Wir alle befinden uns inmitten dieses Wirbelsturms der Unsicherheit. Und dafür gibt es einen Grund. Heutzutage werden wir mit einer beispiellosen Menge an Stimmen und Informationen bombardiert. Auf einer einzigen Reise nehmen wir mehr Wissen auf, als unsere Vorfahren im Laufe ihres Lebens gelernt haben. Diese Fülle an Informationen, die auf unterschiedliche Weise übermittelt werden, trägt zu einem Gefühl geistiger Überlastung bei, das zu Angstzuständen, Depressionen und Verzweiflung führt. Schlechte Nachrichten aus fernen Ländern erreichen uns sofort, etwas, das unsere Urgroßeltern noch nie erlebt haben. Diese ständige Einwirkung von Negativität und Angst hat zu einem Zustand weit verbreiteter Angst geführt, der dazu führt,
dass die Menschen in ständiger Angst vor dem Leben, was die Zukunft bringt. Es ist wichtig, die Informationen, die wir erhalten, zu filtern, da nicht alle davon zu unserem spirituellen Wachstum beitragen. Eine bemerkenswerte Erfahrung des Propheten Elia verdeutlicht anschaulich, wie wichtig es ist, inneren Frieden zu finden, um die Stimme Gottes zu hören. Der Herr sagte zu Elia: Geh hinaus und stelle dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird bald vorüberziehen. Da erhob sich ein mächtiger Wind und zerschmetterte Berge und zerschmetterte Felsen vor dem Herrn, aber der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben gab es ein Feuer, aber der Herr war nicht darin. Und nach dem Feuer kam das Flüstern einer sanften Brise. Als Elia das hörte, wickelte er seinen Mantel um sein Gesicht, ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Dann fragte ihn eine Stimme: Was machst du hier? Diese Passage lehrt uns, dass Gottes Stimme oft nicht in den großen und turbulenten Ereignissen des Lebens zu hören ist, sondern vielmehr in der sanften Brise, die unsere Herzen beruhigt. Um ihn klar zu hören, müssen wir nach innerem Frieden und Ruhe streben und zulassen, dass seine ruhige Stimme in unserem Geist mitschwingt. Elia, ein mächtiger Mann Gottes, erlebte einen Moment tiefgreifender Turbulenzen und zeigte, dass selbst diejenigen, die dem Allerhöchsten am nächsten stehen, Zeiten der Angst durchmachen können. Lebensmüde und innerlich beunruhigt wurde Elia mit Gott konfrontiert, der versprach, seine Gegenwart und seinen Willen zu offenbaren. Anfangs fegte ein wütender Sturm über die Landschaft, aber die Gegenwart des Herrn war nicht darin zu sehen. Dann erschütterte ein Erdbeben die Erde und ließ Steine zersplittern, aber Gott war bei dem Erdbeben nicht anwesend. Bald darauf brach ein sengendes Feuer aus, aber auch der Herr war nicht im Feuer. Erst als eine sanfte Brise wehte, hörte Elia Gottes Stimme. Eine Lektion, die ich gelernt habe, seit Jesus in mein Leben kam, ist, dass Gott nicht zu dem ängstlichen Herzen spricht. Wir werden oft aufgeregt und wünschen uns, Gottes Stimme sofort zu hören. Dennoch schweigt er oft. Erst wenn wir uns entscheiden, ihm zu vertrauen und alle unsere Sorgen aufzugeben, wird Frieden in unsere Herzen gelegt und Gott offenbart sich. Die erste grundlegende Lektion besteht darin, alle anderen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Die Stimme der Anklage, die Stimme der Schuld, die Stimme der Angst und sie vor Gott zu stellen, denn er möchte zu uns sprechen. Vor diesem Hintergrund möchte ich 9 Möglichkeiten vorstellen, wie Gott mit uns kommuniziert. Und die erste davon ist durch eine hörbare Stimme. Erinnern wir uns an die Worte Jesu, als sein Herz beunruhigt war und er schrie: Vater, rette mich aus dieser Stunde. Er fügte jedoch hinzu: Nein, ich bin genau für diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. In diesem Moment erklang eine Stimme vom Himmel, die verkündete: Ich habe dich verherrlicht und ich werde dich wieder verherrlichen. Obwohl einige in der Menge das Geräusch als Donner und andere als die Stimme eines Engels interpretierten, stellte Jesus klar, dass die Stimme nicht von ihm stammte, sondern von den Anwesenden. Als Jesus sich dem Kreuz näherte, begann ihn die Angst zu überkommen. Er fragte, ob er diese Zeit vermeiden könne, erkannte aber, dass dies der Grund für sein Kommen war. Er sagte: Vater, verherrliche deinen Namen. Dann antwortete eine Stimme vom Himmel und erklärte, dass Gottes Name bereits verherrlicht worden sei und noch einmal verherrlicht werden würde. Obwohl alle Anwesenden die Stimme hörten, erkannte interessanterweise nur Jesus, dass es die Stimme Gottes war. Die anderen Anwesenden interpretierten es als Donner oder die Stimme eines Engels. Dies zeigt uns, dass Gott auch hörbar sprechen kann, aber das ist sehr selten. Der zweite Weg führt über den Heiligen Geist, wie im Wort geschrieben steht: Und der Geist sprach zu Philippus: Gehe zu diesem Wagen und folge ihm. Ich glaube, dass dies die häufigste Art und Weise ist, wie Gott mit uns kommuniziert, indem er durch den Heiligen Geist spricht. Wir neigen oft zu der Annahme, dass starke Gedanken nur Produkte unseres Geistes sind. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist, wenn er zu uns sprechen möchte, dies durch unseren Geist direkt zu unseren Herzen tut.
Wenn wir von Herz sprechen, beziehen wir uns eigentlich auf den Geist. Denn wenn wir es analysieren, ist das Herz ein physisches Organ, während der Heilige Geist auf spiritueller Ebene mit uns kommuniziert. Dies ist nur eine Möglichkeit, es auszudrücken. Aber in Wirklichkeit wird das, was Sie denken und fühlen, von Ihrem Gehirn verarbeitet. Durch deinen Verstand spricht Gott zu dir. Wenn Sie also denken, dass es nur in Ihrem Kopf geschieht, seien Sie vorsichtig, denn manchmal spricht Gott zu Ihnen. Wenn es bestehen bleibt und etwas ist, das in Ihrer Seele widerhallt, ist es wahrscheinlich, dass Gott mit Ihnen kommuniziert. Natürlich ist es wichtig zu erkennen, dass dies oft nur unsere Gedanken sind und nicht von Gott inspiriert. Am Ende dieses Videos werde ich erklären, wie Gott bestätigt, ob die Botschaft wirklich von ihm kam oder nicht. So wie der Heilige Geist zu Philippus sagte, komm zu diesem Wagen und folge ihm, so kommuniziert Gott mit uns auch durch unsere Träume. Der dritte Weg. Ich möchte eine Passage mit Ihnen teilen. Nachdem er darüber nachgedacht hatte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, was in ihr gedacht ist, kommt vom Geist. Es ist faszinierend zu beobachten, wie Gott durch einen Traum zu Josef sprach. Dies zeigt uns, dass Gott auch durch unsere Träume zu uns sprechen kann. Allerdings ist es wichtig, Vorsicht walten zu lassen und nicht unser ganzes Leben auf einen einzigen Traum auszurichten. Menschen interpretieren ihre Träume oft als göttliche Botschaften und leiten ihr Leben danach. Aber wir müssen bedenken, dass nicht alle Träume eine spirituelle Bedeutung haben. Ich sage oft, dass man als erstes darüber nachdenken sollte, ob man am Abend zuvor zu viel gegessen hat. Wenn wir zu viel essen, insbesondere schwere Lebensmittel wie Pizza oder Sandwiches, können wir manchmal intensive Träume oder sogar Albträume haben. Dies hat nicht unbedingt eine spirituelle Bedeutung. Es ist einfach eine natürliche Reaktion unseres Gehirns. Die Wissenschaft hat dieses Phänomen bereits bestätigt. Daher ist Vorsicht geboten, da nicht jeder Traum eine Manifestation Gottes ist. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass Gott sich durch einen Traum manifestiert. Die vierte Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, sind Propheten. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Vers vorzulesen. In jenen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer von ihnen, namens Agabus, stand durch den Geist auf und sagte voraus, dass eine große Hungersnot über die gesamte römische Welt kommen würde. Dies geschah während die Herrschaft des Claudius. In dieser Passage aus dem Neuen Testament sehen wir, wie Gott einen Propheten benutzte, um die Ankunft einer großen Hungersnot in der römischen Welt anzukündigen. Diese Praxis wird bis heute fortgesetzt, da Gott immer noch Propheten einsetzt, um seinen Willen zu übermitteln. Es gibt jedoch ein ähnliches Problem wie das, was ich über Träume erwähnt habe. Manche Menschen suchen ständig nach Prophezeiungen und stützen ihr ganzes Leben auf ein einziges prophetisches Wort, das sie erhalten haben. Leider erfüllen sich diese Prophezeiungen oft nicht, was zu Enttäuschung und Frustration führt. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir beurteilen, ob eine Prophezeiung wirklich von Gott kommt. Die fünfte und wichtigste Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, ist meiner Meinung nach die Bibel, sein Wort. Erlauben Sie mir, die Worte des Apostels Petrus zu zitieren. Wir selbst haben diese Stimme vom Himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Deshalb halten wir das Wort der Propheten noch fester fest, und es wird ihnen gut gehen, wenn sie es beherzigen. Wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in ihren Herzen aufgeht. In diesem Text spricht der Apostel Petrus darüber, wie er und andere die hörbare Stimme Gottes auf dem Berg der Verklärung hörten. Dies unterstreicht die Bedeutung des Wortes Gottes, das eine Lichtquelle inmitten der Dunkelheit ist und uns führt, bis das wahre Licht, Jesus Christus, in unseren Herzen scheint. Es ist interessant festzustellen, dass der Apostel Petrus das Buch der Propheten als Bestätigung der göttlichen Stimme erwähnt, die auf dem Berg der Verklärung gehört wurde.
Dies lehrt uns, dass nichts, was wir hören, dem Wort Gottes widersprechen kann. Die Bibel ist die Grundlage für jede andere Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert. Deshalb ist es wichtig, genau darauf zu achten, ob das, was wir hören oder denken, mit der Bibel übereinstimmt. Es wird nicht immer für jede Situation einen spezifischen Vers geben, aber nichts kann im Widerspruch zu dem stehen, was das Wort Gottes lehrt. Natürlich ist es wichtig, in allen Situationen biblische Grundsätze zu berücksichtigen. Wenn beispielsweise jemand behauptet, Gott habe ihm gesagt, er solle eine bereits verheiratete Person heiraten, widerspricht dies der klaren Lehre der Bibel über Ehebruch als Sünde. Daher muss alles an den biblischen Grundsätzen ausgerichtet sein, auch wenn es nicht für jede Situation eine spezifische Passage gibt. Darüber hinaus ist es wichtig, anspruchsvoll zu sein, wenn man die Bibel zur Orientierung aufschlägt. Was für ein bestimmtes Volk, beispielsweise das Volk Israel, instruiert wurde, trifft nicht immer direkt auf uns zu. Daher müssen wir die Heilige Schrift mit Bedacht interpretieren und verstehen, dass einige Anweisungen spezifisch für bestimmte historische oder kulturelle Kontexte waren. Das Wichtigste ist, den Willen Gottes durch Gebet, das Studium des Wortes und die Führung durch den Heiligen Geist zu suchen und uns dabei stets von biblischen Grundsätzen leiten zu lassen. Es ist ein starkes Beispiel dafür, wie eine Fehlinterpretation der Heiligen Schrift negative Folgen haben kann. Als zwei Mädchen nachts auf einer Bootsfahrt zu einer Mahnwache standen, beschlossen sie, Petrus nachzuahmen und über das Wasser zu gehen, in dem Glauben, dass Gott sie unterstützen würde. Durch die Vernachlässigung des Kontexts und der Klugheit bei der Anwendung biblischer Lehren haben sie sich jedoch selbst in große Gefahr gebracht. Die Bibel lehrt über Glauben und Vertrauen in Gott, betont aber auch die Notwendigkeit von Weisheit und Urteilsvermögen. Dabei geht es nicht nur darum, irgendwelchen Anweisungen der Heiligen Schrift blind zu folgen, sondern vielmehr darum, deren Bedeutung zu verstehen und sie angemessen auf die Umstände anzuwenden. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Tatsache, dass etwas in der Bibel steht, nicht bedeutet, dass wir ihm blind und ohne die Führung des Heiligen Geistes folgen sollten. Gott führt uns individuell und zwingt uns nicht, etwas zu tun, nur weil es in der Heiligen Schrift steht. Er ist nur dem verpflichtet, was er uns offenbart. Wenn Gott uns ein Versprechen gegeben hat, einen Traum, von dem wir wissen, dass er von ihm kommt, können wir darauf vertrauen, dass er erfüllt wird. Wenn Menschen verwirrt sind, weil Gott scheinbar nicht zu ihnen gesprochen hat, ist es wichtig, sie daran zu erinnern, dass Gott seine Versprechen treu hält. Wenn jemand frustriert ist, ist es wichtig, sein Herz der Gegenwart Gottes zuzuwenden, denn er ist treu und wird erfüllen, was er versprochen hat. Amen. Die sechste Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, ist das Predigen. Wie geschrieben steht, darum sei ganz Israel gewiss, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Als sie das hörten, waren die Herzen der Zuhörer beunruhigt, und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? In diesem Text sehen wir, wie Gott die Predigt des Petrus nutzte, um diejenigen zu beeinflussen, die ihn hörten. Die Botschaft brachte die Sünde ans Licht und führte die Zuhörer zur Reue. Angesichts der Frage, was sie tun sollten, präsentierte Petrus die Lösung auf der Grundlage des Wortes Gottes. Tut Buße, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu taufen. So sehen wir, dass Gott weiterhin Prediger, Pastoren und ihm ergebene Menschen einsetzt, um uns seine Botschaft zu übermitteln und uns auf unserem spirituellen Weg zu führen. Die Bibel lehrt uns, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes und der Verkündigung der Botschaft Christi entsteht. Wenn wir Christus predigen hören, spricht Gott dadurch zu uns und gibt uns neue Anweisungen, die uns auf unserem spirituellen Weg führen. Darüber hinaus spricht Gott auch durch übernatürliche Ereignisse zu uns. Ein Beispiel hierfür finden wir in der Apostelgeschichte, wo wir sehen, dass Mose,
als er mit einer übernatürlichen Manifestation konfrontiert wurde, erstaunt war, und als er näher kam, um sie zu beobachten, hörte er die Stimme des Herrn, der sich als der Gott seiner Vorfahren offenbarte. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, von Angst überwältigt, zitterte und wagte nicht hinzusehen. Hier lesen wir über den Bericht, wie Moses einen brennenden Dornbusch in Flammen sah. Er näherte sich, um zu beobachten, und in diesem Moment sprach Gott zu ihm. Dies war ein übernatürliches Ereignis, das Moses' Begegnung mit Gott kennzeichnete. Ebenso ist es wichtig, aufmerksam zu sein und unseren Glauben in die Tat umzusetzen, wenn wir das Wirken Gottes in unserer Kirche, in unseren Versammlungen oder sogar in unserem Schlafzimmer bemerken, wo immer es auch sein mag. In diesen Momenten möchte Gott zu uns sprechen und uns seinen Willen offenbaren. Es ist eine Gelegenheit, empfänglich für das zu sein, was er uns zu sagen hat, und mit Glauben und Gehorsam zu antworten. Die siebte Art und Weise, wie Gott mit uns kommuniziert, sind Engel. Wie geschrieben steht, in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren, führte sie hinaus und sagte, geht zum Tempel und verkündet den Menschen die ganze Botschaft dieses Lebens. In diesem Bericht sehen wir ein klares Beispiel dafür, wie ein Engel Gottes in das Leben von Gläubigen eingriff, die Gefängnistüren öffnete und eine wichtige Botschaft überbrachte. Gott kann Engel als Werkzeuge seines Willens einsetzen, wie wir im Fall von Josef gesehen haben, der Engelsvisionen hatte. Obwohl Besuche durch Engel nicht üblich sind, werden sie in der Bibel aufgezeichnet und sind manchmal Teil von Gottes Plan, seine Botschaft zu übermitteln und seinen Willen zu erfüllen, wie wir häufig in der Apostelgeschichte sehen. Es ist wichtig zu betonen, dass Engelsbesuche keine gewöhnlichen Ereignisse sind, die über Nacht stattfinden. Zwischen diesen Begegnungen liegt in der Regel eine erhebliche Zeitspanne. Ja, Gott kann Engel einsetzen, um uns seine Botschaft zu übermitteln, aber das ist ungewöhnlich und kommt nicht oft vor. Ein Beispiel hierfür ist in der Passage über den Propheten Bileam aufgezeichnet, der von einem Esel zurechtgewiesen wurde, der mit menschlicher Stimme sprach und die Torheit des Propheten zurückhielt. Dies zeigt uns, dass Gott jedes Medium nutzen kann, mit dem er zu uns sprechen möchte, sogar Tiere oder unerwartete Situationen. Deshalb müssen wir aufmerksam und empfänglich für Gottes Stimme sein, da er sich möglicherweise dazu entschließt, uns auf eine Art und Weise mitzuteilen, die wir nicht erwarten. Er kann Menschen, Bücher, Musik und sogar unerwartete Umstände nutzen, um uns seine Botschaft zu übermitteln, denn er ist immer bestrebt, mit uns zu kommunizieren. Die Antwort für diejenigen, die Zweifel daran haben, ob Gott bereits zu ihnen gesprochen hat, lautet: Vielleicht hat er bereits auf verschiedene Weise zu ihnen gesprochen, aber vielleicht haben sie es nicht erkannt. Um zu erkennen, wann Gott spricht, ist es wichtig, zuversichtlich und sicher zu sein, dass Gott kein Gott der Verwirrung, sondern des Friedens ist. Er bestätigt sein Wort oft auf unterschiedliche Weise, indem er andere Menschen, Propheten oder Situationen nutzt, um zu bestätigen, was er mitteilt. Während eines Gesprächs fragen wir uns vielleicht, ob Gott diese Person benutzt, um zu uns zu sprechen. Manchmal gibt er konkrete Antworten, die nur wir und er kennen. Wenn wir uns dieser Zeichen und des Friedens, den sie bringen, bewusst sind, können wir erkennen, wann Gott uns etwas mitteilt. Propheten im Neuen Testament werden oft verwendet, um zu bestätigen, was Gott uns bereits ins Herz gelegt hat. Manchmal kann es lange dauern, bis Gott sein Wort bestätigt, sogar Monate oder Jahre, aber er ist treu. Er schickt immer jemanden, der uns Frieden und Sicherheit bringt. Denken Sie daran, dass Gott kein Gott der Verwirrung ist. Er wird seine Pläne nicht plötzlich ändern. Wenn er uns anweist, etwas zu tun, wird er uns Schritt für Schritt anleiten, es zu erreichen. Gott offenbart nicht immer alles auf einmal, wie wir am Beispiel Abrahams sehen. Er forderte Abraham auf, sein Land und seine Verwandten zu verlassen und versprach, ihm den Weg zu zeigen, dem er folgen sollte. Der nächste Schritt kam erst später,
als Gott ihn nach und nach offenbarte und in unseren Herzen daran arbeitete, unerschütterlichen Glauben zu erzeugen. Er lehrt uns, ihm zu vertrauen und nicht nur dem, was wir sehen oder fühlen. Möge diese Lehre unsere Herzen stärken. Ich hoffe, dass sie durch diese Nachricht erbaut wurden. Wenn es dir gefallen hat, teile, like und abonniere den Kanal. Möge Gott sie reichlich segnen. Eine große Umarmung. Amen.